Heute gucken wir uns das sogenannte mehrfache Regression an. Okay, also die mehrfache Regression ist genauso, okay, 1 zu 1, wie die lineare, aber mit mehr als einem unabhängigen Wert. Okay. Was be bedeutet, dass wir versuchen, einen Wert basieren auf zwei oder mehr Variablen vorherzusagen. Okay? Zum Beispiel, wie wir jetzt in den Daten sehen werden, wir haben sämtliche Fahrzeugmodelle. Und dann gibt es Daten über den Volumen, also wie viel Kubikzentimeter das Fahrzeug halt verbrennt, in dem Zylinder Innenraum, Kolben Innenraum, und wie viel Gewicht das Fahrzeug hat, beziehungsweise am Ende wie viel CO2 dadurch ausgestoßen wird. Wir machen ein Beispiel, in dem wir den CO2-Wert ermitteln als Funktion von dem Gewicht von Fahrzeug und das Volumen oder Hubraum vom Fahrzeug. Okay? Dafür holen wir uns die Daten erstmal. Port Pandas. Okay, dass wir uns die Daten holen, dann müssen wir die Daten erstmal importieren. Pandas.read CSV. Das CSV ist nichts anderes als ein Excel, okay. Users Desktop Cars.csv. Da habe ich es gespeichert und dann sage ich df.head und dann kommt eine kurze, also es sind die 4 oder 5 Zeilen, erste Zeilen von der Datei vorhanden. Ihr seht, erste Zeile, Toyota, okay, da gibt es ein Modell, Aygo, Hubraum, Gewicht und CO2. Okay. Wir versuchen, wie gesagt, mit der mehrfachen Regression den CO2-Ausstoß mit Hilfe von den zwei, also die unabhängige Variable auf oder als Funktion von den zwei oder mehr anderen Variablen in dem Fall Hubraum und Gewicht. Okay? Ist es klar, was wir versuchen? Fragen soweit? Wir erstellen eine Liste der unabhängigen Werte und nennen sie diese Variable x. Wie erzeugen wir eine Liste? X ist gleich
von DataFrame eine Liste immer mit eckigen Klammern. Wenn ich in die Prüfung eine Liste verlange und dann kommen runde Klammer, dann ist halt doof. Okay. Weight Volume. Und dann stellen wir setzen die abhängigen Werte in eine Variable namens y. Wie machen wir das? Kann es mir jemand sagen? Kann es mir jemand sagen, online? Das musst ihr langsam können, ne? Y ist gleich df, zack, zack, und dann CO2. Was macht das? Es holt sich die Säule von allen Werten im DataFrame df, wo die Säule heißt CO2. Und das nennen wir Variable y. Okay. Nun werden wir einige Methoden aus dem Scalearn-Modul verwenden, also müssen wir dieses Modul importieren vom sklearn import linear model. Okay. Scalearn linear model. So, aus dem Scalearn Modul verwenden wir die Linear Regression Methode, um ein lineares Regressionsobjekt zu erstellen. Dieses Objekt hat eine aufgerufene Methode fit, die die unabhängigen Werte als Parameter nimmt und das Regressionsobjekt mit Daten füllt, die die Beziehung beschreiben. Okay, das machen wir dann dementsprechend. Regression ist eine Variable, ist gleich linear model dot linear regression, Klammer auf Klammer zu, also ist eine Funktion ohne Parameter, und dann regression fit x groß, y.
Okay. Das zeigt, dass es gut gegangen ist. Weil wir haben ein Regressionsobjekt erstellt. Jetzt haben wir ein Regressionsobjekt, das bereit ist, CO2-Werte. Ah, ja, weil jemand sich eingeloggt hat. Übrigens, warte mal. Ich mache einen Screenshot. Haben wir ein Regressionsobjekt, das bereit ist, CO2-Werte basierend auf dem Gewicht und Volumen eines Autos vorherzusagen. Okay? So, könnte eine Frage in die Prüfung sein. Bitte sagen Sie die CO2-Ausstoßwerte von einer solchen Datei vor. Okay? Mit Hilfe von einem Regressionsmodell, welches Gewicht und Hubraum berücksichtigt. Oder sagen Sie die Preise von bestimmten Klamotten vor, indem Sie eine Säule mit Bedarfe und eine Säule mit Preise haben und so weiter. Okay? Ja. Wäre dann aber die Excel-Tabelle, die wir oben im Form haben, die wäre dann gegeben? Ja, die werde ich nachher hochladen in dem Repository. Die kriegt ihr. Und in die Prüfung kriegt ihr die sowieso. Ja, ja. Ja. Okay, also bitte Übung, bitte sagen Sie die CO2-Werte von einem Fahrzeug mit 2300 Kilo Gewicht und 1300 Kubikzentimeter Hubraum vor. Und dann müsst ihr halt gucken, wie ihr das löst. Okay? Wenn ihr das obere gemacht habt, es ist ganz einfach. Predicted CO2 ist gleich Regression.predict. Und jetzt aufpassen. Erstmal runde Klammer. Warum? Weil Regression.predict ist eine Funktion. Und die Variablen von einer Funktion gehen erstmal in runde Klammer. Und dann muss ich eckige Klammer nutzen, damit ich das korrekt eingeben kann. Okay? So, wenn ein Fahrzeug 2300 Kilogramm Gewicht hat und 1300 Kubikzentimeter Hubraum, CO2-Ausstoß ist 107.2087328 Gramm nach diesen Daten. Okay? Fragen? Jemand Fragen? Fragen? Okay. Koeffizient.
Koeffizient. Was ist ein Koeffizient? Der Koeffizient ist ein Faktor, der den Zusammenhang mit einer unbekannten Größe beschreibt. Zum Beispiel, wenn x eine Variable ist, dann 2x ist x zweimal. Okay. X ist die unbekannte Variable und 2 ist der Koeffizient. Okay. In diesem Fall der mehrfachen Regression können wir nach dem Koeffizientenwert von Gewicht zu CO2 und vom Volumen zu Volumen zu CO2. Okay. Die Antwort oder Antworten, die wir erhalten, sagen uns, was passieren würde, wenn wir einen der unabhängigen Werte erhöhen oder verringern. Okay. Also, nachdem alles, was wir gemacht haben, sagen wir regression.coefficient und dann underscore. Okay. Drücken wir auf Shift-Enter und ergibt einen Fehler, weil ich habe das falsch geschrieben. So, ihr seht, er spuckt zwei Werte in eine Liste raus. Okay, genau in dem gleichen Format, wie wir jetzt haben. So, Ergebnis erklärt. Das Ergebnis Array repräsentiert die Koeffizientenwerte von Gewicht und Volumen. Okay. Diese Werte sagen uns, dass bei einer Gewichtszunahme von 1 Kilogramm die CO2 Emission um 0,00755095 Gramm zunimmt. Okay, was dieser Wert dann entspricht. Okay? Ist klar? Gibt es Fragen? Okay, so.
Weitere Fragen? Gut. Dann lernen wir jetzt was Neues. Okay, nämlich die Skalierung. Skalierungsfunktion. Wie ihr sehr bald mitbekommen werdet, spätestens in dem zweiten Semester in Statistik, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das heißt, man kann nicht Werte in den Tausendenbereich mit Werten in dem Mikrometerbereich vergleichen oder Kilogramm mit CO2 oder unterschiedliche Kerngrößen auf unterschiedliche Skalas müssen eskaliert werden. Okay. Da gibt es unterschiedliche Funktionen zur Skalierung, zum Beispiel die Standardskalierung, die den Mittelwert von einer Zeitreihe oder von einer Liste subtrahiert und dann durch die Standardabweichung teilt. Dadurch entsteht eine Normalverteilung zentriert auf 0 mit Standardabweichung 1. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, kriegt ihr alles aber mit in Statistik. Bitte behalte im Hinterkopf, dass diese ganzen Skalierungen hier mit diesem Tool mitgemacht werden können. Okay? Ich erkläre das jetzt grob. Nachher solltet ihr auf jeden Fall zurückgreifen. Wenn ihre Daten unterschiedliche Werte und sogar unterschiedliche Maßeinheiten haben, kann es schwierig sein, sie zu vergleichen. Okay? Wenn, was sind Kilogramm im Vergleich zu Metern? Okay? Zum Beispiel, das ist ja schwer. Die Antwort auf dieses Problem ist die Skalierung. Wir können Daten in neue Werte skalieren, die einfacher zu vergleichen sind. Dafür gucken wir uns jetzt ein Beispiel. Import Pandas und dann from sklearn import linear model from sklearn.preprocessing. Das Linear Model werde ich jetzt nicht nutzen, also ich lasse es weg. Preprocessing, Import Standard Scaler. Okay? Was das macht, es nimmt ein X-Wert, also ein X-Wert, subtrahiert den Mittelwert von alle X-Werte und teilt das durch die Standardabweichung. Von alle x Werten. Okay? Das ist, was dieser Standard Scaler macht. Ich nehme jetzt ein neues Pandas, eine CSV. Wie gesagt, diese Daten werden dann dementsprechend hochgeladen bei euch in dem Repository Users H4 Desktop Cars2.csv und dann sage ich
df, nennen wir das df2, df.head, damit wir gucken, wie wir das ist. Invalid Syntax, weil ich habe Doppel-IM da. Okay, also ihr seht Daten wieder. Ähnlich wie vorhin. Dann nennen wir uns die Variablen x, 2, gleich. Wie kann ich mir jetzt aus dem Dataframe die zwei Säulen Weight und Volume holen? Kann es mir jemand sagen? Doppelte Eckigdistanz. Sag es mir doch richtig. Also df. Df2, wenn dann? Df2. Ja. Klammer auf, aber die eckigen Klammern. Ja. Dann was wollten Sie? Weight und Volumen. Also dann erst Weight und dann Volumen. In Anführungsstrichen, okay? Ja. Nicht vergessen. Okay, dann habe ich jetzt, dann sage ich scaled von x2 ist gleich. Erstmal brauche ich hier, muss ich was sagen, warte. Ich muss ihm sagen, scale ist gleich Standard Scaler, Klammer auf, Klammer zu, damit es nicht so schwer ist. Scale.fit, okay, transform von x2. Und dann print x2, scaled, sorry, scaled x2. Was sagt er hier? Ein Fehler. Volumen, not in index, volume. Ich habe Volumen und nicht. Deshalb meckert er. So, ihr seht, jetzt sind die Volumenwerte nicht mehr, also die, zum Beispiel Volumen ist jetzt nicht mehr in Kubikzentimeter, sondern in 1000 Kubikzentimeter, okay, deshalb 1,0, vorhin war es 1000 hier und jetzt ist es 1,0, okay, deshalb ist es schwer, Volumen und Weight zu vergleichen, aber jetzt mit dem Standard Scaler ist die erste Säule, ist das, das Volumen, ihr seht, wir haben ein Volumen oder eine Liste von Zahlen, welche eine Standardglocke machen. Ich mache jetzt eine Zeichnung auf der Tafel. Vorhin hatten wir die Datensäulendistribution, Mittelwert und Standardabweichung. Jetzt nach dem Standard Scaler haben die eine, die gleiche Distribution, aber sie sind zentriert auf 0 mit Standardabweichung 1. Warum? Weil wir alle Werte genommen haben, den Mittelwert subtrahiert haben und geteilt haben durch die Standardabweichung. Okay? Das nennt man, das ist eine Normalverteilung zwischen 0 und 1, das ist eine Normalverteilung zwischen Mu und Sigma. Das wird gesehen in der Statistikvorlesung. Das habe ich schon hier gelten. Okay? Bitte aufschreiben oder Bild machen. Kannst du es bitte teilen an die Gruppe? Es wird ein Bild geteilt jetzt mit euch über Kanäle, weiß ich nicht, WhatsApp oder was? Was habt ihr? Über WhatsApp wird mit euch ein Bild geteilt, was ich jetzt auf der Kreidetafel geschrieben habe. Für diejenigen, die online sind, ist das wichtig.
Okay. Fragen soweit? Der Schirm ist nicht sichtbar. Nee, ich teile das Bildschirm so normal. Also, ich kann auch so genau wie in der linearen Regression, hier ist die CO2-Werte, vorhersagen. CO2-Werte können vorhergesagt werden. Okay. Wie machen wir das? Nee, das lasse ich jetzt hier. Das ist zu kompliziert. Trainieren, testen. Decision Tree. Ja, ich lasse die Übertragung hier. Ich glaube, das war's dann. Ich lasse die Übertragung hier. Nicht mal stoppen.